Also, wir sind hier bei Cape Coral Oktoberfest 2024. Ja, ich bin hier mit Tara. Hallo, wie geht's? Mitch, er spricht kein Deutsch. Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich heiße Melanie, ich lerne Deutsch und mache solche Videos, um mein Deutsch zu verbessern. Letzte Wochenende bin ich mit meinem Freund Mitch und einer Freundin von mir, Tara, nach der Oktoberfest in Cape Coral, Florida gegangen. Ich weiß, dass es nur ein eigentliches Oktoberfest gibt, das in München stattfindet. Aber für irgendwelches Grund in den USA haben wir viele Repliken. Das Oktoberfest in Cape Coral ist angeblich einige der besten Oktoberfest in aller Florida. Deshalb machen wir uns auf eine 2,5-stündige Autofahrt von Coral Springs nach Cape Coral, um es zu sehen. Und insgesamt war es so-so. Verstehen mich nicht falsch, wir haben viel Spaß gemacht. Aber ich hätte das Gefühl, dass es dort mehr hätte geben können, um den Gästen mehr von der deutschen Kultur zu vermitteln. Zum Beispiel, ein Großteil der Unterhaltung bestand aus irischen Tanzen. Und wirklich war es gar nicht schlecht. Eigentlich habe ich es mega toll gefunden. Die Tänzerinnen sind alle so talentiert. Aber offensichtlich ist es nicht deutsch. Dort gab es auch verschiedene gute Essensstände, deren Essen nicht deutsch war. Und viele der Stände wurden auch von Sponsoren betrieben, die wenig bis gar nicht mit deutscher Kultur zu tun hat. Aber das sind alle meine Beschwerungen. Es ist ganz bestimmt nicht meine Absicht, so negativ zu sein. Aber das sind meine Kritikpunkte. Ich bin hier in der Hoffnung gegangen, um so viele deutsche Kultur wie möglich zu erleben. Und ernsthaft zu sein, haben nicht alle die Stände das geliefert. Aber wir haben uns auch viele Stände und Attraktionen sehr gut gefunden. Sobald das Tara ihr Bier bekommen hat, war sie echt glücklich. Und das war auch mich, aber mit dem Essen. Mein erster Gang war Currywurst, aber das war nur der Anfang. Danach habe ich Kartoffelpfannkuchen mit Apfelsauce und Quark bestellen. Und während wir aßen, hörten wir Live-Musik an, das eigentlich deutsch war. Unsere letzte Mahlzeit des Tages fand sich im Hauptspeisesaal statt. Dieses Mahlzeit war ganz bestimmt mein Lieblingsessen des Tages. Aber natürlich habe ich ein Video oder Foto zu nehmen vergessen. Es war wirklich nicht so schick, aber doch ganz lecker. Mein Abendessen war Jägerschnitzel mit Nudeln. Einfach, aber lecker. Mein Lieblingsteil des Tages war wahrscheinlich die 2 Möglichkeiten, die ich hatte, um mit meinem Freund zu tanzen. Wir tanzen zusammen nicht so oft, also für mich war es etwas Besonderes. Und es gab viele verschiedene Attraktionen, an denen ich teilnehmen wollte. Aber leider konnte ich das wegen meiner Dünde nicht machen, obwohl ich trägte es sehr gern. Ich wollte unbedingt diese mechanische Bullen zu reiten, aber in einem Dirndl ist das keine gute Idee. Vielleicht nächstes Mal. Also das war unsere Erfahrung. Wir haben Spaß gemacht, aber ich glaube, dass wahrscheinlich gibt es mehr Oktoberfest in Florida, die besser sind. Jemand hat mir einmal erzählt, dass dieser Oktoberfest die beste in aller Florida war,
Aber nach unserer Erfahrung und mit einem Google Search sehe ich, dass das nicht unbedingt wahr ist. Vielleicht gehen wir nächstes Jahr zum Palm Beach Oktoberfest. Und das ist nur eine Stunde entfernt. In jedem Fall bin ich dankbar für diese Erfahrung und freue mich darauf, das nächstes Mal. Vielleicht eines Tages werde ich das echte Oktoberfest in München besuchen. Aber bis dann kann ich die Oktoberfeste in den USA besuchen. Okay, das ist alles. Wir sind hier fertig. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren Sie bitte für mehr deutsche Videos. Und ich sehe euch das nächste Mal. Tschüss!